Hallo Motivationsjäger, hier ist Dennis, der Motivateur. Heute, ich weiß nicht warum, ob das an dem Wetter liegt. An das Wetter heißt das, oder? So. Also, es geht um dauerhafte Motivation, Rubrik Ausdauervermögen. Damals, als ich nach der Uni einen Job haben wollte, wollte ich Geld verdienen, dann bin ich nach Varadero gegangen. Varadero kennt vielleicht viele von euch, das ist ein Ort, wo viele Touristen sind, da ist das Geld, da sind viele Dollar und Euro und so. Und ich wollte auch was davon abbekommen, und zwar Geld verdienen. Da bin ich hingegangen, habe mich telefonisch beworben bei irgendjemandem, diese Person hat gesagt, ja, komm vorbei. Nett, natürlich, gesagt, getan, bin da hingefahren. Ungefähr 30 Kilometer, ist aber nicht so wie in Deutschland, wo man einfach ins Auto steigt, dahin fährt und da angekommen ist. Nein, bei uns dauert ein bisschen länger. Ich bin um 6 Uhr aufgestanden und um 11 Uhr war ich da, im Ort. Und dann musste ich mich erstmal beim Pförtner vorstellen, muss sagen, wer ich bin, was ich will, was mache ich doch, was habe ich getan. Und der Typ hat gesagt, nein, die Person, die du sehen willst, ist nicht da. Dann habe ich gesagt, doch, die wartet auf mich. Was natürlich gelogen war. Übrigens, Lügen hilft doch. Vor allem, wenn man sich bewerben will. Also, ich habe gelogen. Der Typ hat diese Person gesucht, die Person hat gesagt, ja, warte mal draußen, da habe ich gewartet. Tick, tack, 11, 12, 13 Uhr, da habe ich einen riesen Hunger bekommen, da habe ich mich hingesetzt, habe ich mein Brot, ich habe ein bisschen Brot gehabt und Wasser und so, das habe ich alles gegessen. Da habe ich weiter gewartet, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Uhr, irgendwann kommt die Person dann raus, die ich eigentlich sehen wollte, per Zufall. Sie sieht mich und dann erinnert sich dran, aha, da war jemand, der mich sehen wollte, um 11 Uhr. Sie kommt zu mir und sagt, sie sind, sie möchten, und sie sind noch da. Und da habe ich gesagt, ja, ich habe ihnen gesagt, ich möchte den Job haben. Da hat sie mir gesagt, und ich werde es niemals vergessen, was sie dann gesagt hat. Sie hat mich in die Augen geschaut, also schau mich in die Augen, Kleines, hat gesagt, kommen Sie morgen um 8 Uhr. Und verkackt sie es nicht, hat sie mir gesagt. Leute, in diesem Moment war ich der glücklichste Mann auf der Erde. Okay, als meine Kinder geboren sind, jetzt muss ich mich einschleimen, meine Tochter ist hinter der Kamera. Meine Kinder geboren sind und als ich die Bestätigung bekommen habe, dass ich die deutsche Staatsangehörigkeit bekommen habe, dass ich die Bestätigung bekommen habe, dass ich so in der Uni aufgenommen wurde, das war ein Moment, der für mich so, okay, aber stellt euch vor, jemand nimmt 12 Gehälter, also dein Gehalt, egal wie hoch dein Gehalt ist, von den letzten 12 Monaten, verpackt das in einen Koffer und gibt es einfach dir wieder. Und zwar steuerfrei! Juhu! Okay, genau das gleiche hat diese Frau mit mir gemacht. Sie hat mir eine Tür geöffnet für meine Zukunft, weil ich von 11 bis 19 Uhr gewartet habe. Also als Hausaufgabe, natürlich sind andere Faktoren da drin, das ist ja Wissen oder Strategien, wie man vorgehen kann, Charisma, ne? Und so ein bisschen einschleimen und so. Es geht nur darum, was Ausdauervermögen in unserem Leben verändern kann. Das war Dennis, dein Motivator. Bis zum nächsten Mal. Am Essen. Mach weiter. Ich fühle mich nicht so frei, wenn ich da hier so... Thank you.